In vielen Familien kursieren Geschichten, die unheimlich oder für die Betroffenen unerklärbar sind. Wie zum Beispiel jüngst Verstorbene, die sich noch einmal bei ihren Lieben verabschieden. Ein Hausgeist, der die neuen Mieter durch allerlei Phänomene ängstigt. Kinder, die ins Nichts winken und sich scheinbar mit der Wand unterhalten. Wir wollen dir heute solche Geschichten erzählen. Begleite uns auf eine Reise ins Unbekannte. In der letzten Episode habt ihr Nataschas Erlebnis gehört und nun möchte auch ich euch einige erzählen. Ich bin schon seit über 10 Jahren unterwegs in alten Schlössern, Burgen, Sanatorien und natürlich habe ich schon so einiges erlebt. Heute erzähle ich euch meine spannendsten Erlebnisse. Beginnen möchte ich mit Schloss Neuburg am Inn, denn dort haben wir nicht nur die tollsten EVPs aller Zeiten aufgenommen, wie ihr in einer anderen Folge von uns sehen könnt, sondern auch schon so manches andere Erlebnis gehabt. Einst hatte ich eine Spuknacht zu betreuen. Es war eine kleine Firma und die haben dann ein Teambuilding-Event bei uns gehabt. Im Zuge dessen habe ich sie in einen Raum geführt und dort sollten sie untersuchen, während ich einige der gesammelten Punkte aufgeschrieben habe, und zwar allein im Rittersaal. Ich saß also allein in dem riesigen Rittersaal auf Schloss Neuburg und habe die Punkte notiert, die das Team gesammelt hatte. Doch plötzlich hörte ich ein Geräusch. Es war ein Stuhl, der neben mir herausgezogen wurde. Direkt am Tisch, wo ich saß. Ich erschreckte mich natürlich fürchterlich, konnte aber nichts sehen. Es war stockfinster. Doch das Geräusch war wirklich sehr, sehr laut und hallte durch den stillen Raum. Schnell stand ich auf und verließ den Raum und ging zu den anderen. Das nächste Erlebnis war ebenfalls auf Schloss Neuburg. Im ehemaligen Küchentrakt war ich mit einem Teammitglied eines Nachts alleine und dabei hörte ich ganz deutlich Schritte. Die Schritte waren sehr laut und sie kamen die Treppe hoch. Wir waren im ersten Stock. Man hörte das Holz knacksen und ganz deutlich, wie mehrere Personen nach oben gingen. Wir erschrucken. Es war Nacht, es war niemand da, wir sollten allein sein. Wer um Himmels Willen hat denn hier den Schlüssel außer uns? Wer würde denn nachts hier hereinkommen? Was wollten sie von uns? Sofort sahen wir nach. Unsere Herzen klopften, als wir um die Ecke schauten. Wir haben keine Geister erwartet, sondern lebendige Menschen. Irgendwelche Einbrecher. Doch da war niemand. Weit und breit keine einzige Menschenseele zu sehen und die Schritte, die stoppten abrupt. Als wir dann wieder oben waren, hörten wir, wie die Tür zuknallte unten. Wieder gingen wir nachsehen, wieder war niemand zu sehen. Oftmals haben wir in Schloss Neuburg auch Geräusche vom Dachboden gehört. Es klang, als wolle dort oben jemand eine Party feiern. Ganz viele Schritte, Stimmen, Möbelrücken, so als wären ganz, ganz viele Leute auf einmal dort zugange. Doch sobald wir nachsahen, war nichts mehr zu sehen und es war wieder ruhig. Auch Schloss Ortenburg
ist eine Location, die wir schon sehr, sehr viele Jahre untersuchen dürfen. Und dort hatte ich auch besondere Erlebnisse. Eines Tages stand ich mit einer Gruppe bei der Spuknacht auf dem Dachboden. Doch plötzlich spürte ich einen Schmerz am Oberschenkel. Es war nicht allzu stark, es war nicht wahnsinnig schmerzhaft, aber doch sehr unangenehm. Und ich bemerkte, da ist was an meinem Oberschenkel. Ich habe sofort hingelangt, da war nichts. Und ich stand mitten im Raum, sehr weit weg von irgendwelchen Sachen, die das verursacht haben könnten. Und auch die nächsten Gäste waren sehr weit weg von mir. Als ich dann zu Hause die Stelle ansah, hatte ich einen blauen Fleck an der Stelle. Aber damit nicht genug. Als wir vom Dachboden nämlich hinuntergingen in den Hof, begegneten wir der anderen Gruppe und die berichteten, auch bei ihnen habe ein Gast dasselbe Erlebnis gehabt, an derselben Stelle. Als sie vorhin auf dem Dachboden waren, hat auch ein Gast geschrien, au, mich hat was gezwickt, und auch der hatte einen blauen Fleck hinterher. Es ist übrigens derselbe Raum, wo sich angeblich jemand erhängt haben soll und in dem es schon sehr viele Phänomene gab. Schon mehrmals sollen Leute umgeschubst worden sein und dort oben soll auch eine schwarze Kreatur umgehen, die über den Boden kriecht. Und ebenfalls vor Zimmer 2 wurde einst eine solide Geistererscheinung gesichtet von einem der Gäste. Schloss Ortenburg hat es in sich. Es wurden auch schon oft Steine geworfen. Einst habe ich erlebt, wie in der Schmiede ein richtig großer Stein mitten durch den Raum flog und vor uns in einer Feuerschale landete. Mit einem fürchterlichen Krach. Wir alle sind sehr stark erschrocken. Das war mitten in einer Befragung, also wir standen um die Feuerschale herum mit unserem Audiorekorder, als das passierte. Niemand kann diesen Stein geworfen haben. Doch mein tollstes Erlebnis bisher war ebenfalls in Schloss Ortenburg. Uns besuchten Amerikaner von der Fernsehserie Ghost Hunters International. Und für sie hatten wir dann das Schloss angemietet und untersucht. Wir teilten uns in eine Frauengruppe und eine Männergruppe auf. Die Männergruppe zog zuerst los und sie sagten uns, sie würden auf den Dachboden gehen. Und bei einer Vorbegehung hatten sie schon versucht, uns zu erschrecken. Das hat uns natürlich gar nicht gefallen. Abgesehen davon war es ihnen nicht besonders gut gelungen, da wir sie hinter einer Säule hervorlugen sahen. Und wir Frauen sahen uns an und meinten, ha, sie wollten uns erschrecken, was ihnen nicht so gut gelungen ist. Jetzt erschrecken wir sie und wir sind sicher, wir können das besser als die. Also schlichen wir uns ganz langsam und leise die Treppe zum Dachboden hoch. Vor der Dachbodentür angelangt, blieben wir stehen. Ich ging dann vor und riss plötzlich mit einem lauten Ruck und Knall die Dachbodentür auf und schrie hinein, und zwar einen lateinischen Zauberspruch. Und was herauskam, war ein lauter Männerschrei. Wir hatten sie erwischt. Siegessicher ging ich hinein auf den Dachboden. Und da war niemand. Weit und breit keine Menschenseele zu sehen. Also ich habe mich sehr gewundert und ging dann wieder zu den anderen zurück. Die warteten draußen vor der Tür und hatten kreidebleiche Gesichter, als ich bei ihnen ankam. Sie alle hatten diesen Schrei gehört. Und außerdem, als ich dann reinging, hatten sie einen Luftzug gespürt. Einen starken Luftzug, der an ihnen vorbeizischte, und unten im Haus knallte eine Tür zu. Ich hatte also einen Geist erschreckt. Das muss man mal schaffen. Schloss Ortenburg ist bekannt für seine Poltergeistphänomene. Wie ich ja schon sagte, es fliegen manchmal Steine durch die Luft, Leute werden umgeworfen, geschubst, gezwickt. Türen werden manchmal von alleine zugesperrt. Aber es gab noch ein seltsameres Phänomen. Eines Tages waren wir bei einer Befragung, bei einer Spuknacht. Wir saßen im Empfangszimmer, alle im Kreis.
und baten um ein Zeichen. Bitte, lieber Geist, wenn du hier bist, gib uns ein Zeichen, mach was, mach dich bemerkbar. Und klack, 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 hörten wir, wie etwas über den Boden rollte. Wir machten sofort die Taschenlampe an und was sahen wir? Eine kleine Plastikperle rollte auf uns zu. Nun gut, die kann ja irgendwo runtergefallen sein, wer weiß. Wir machten also weiter mit unserer Befragung. Lieber Geist, kannst du uns bitte ein eindeutigeres Zeichen geben? Kannst du irgendwas für uns machen? Und plötzlich fiel vor unseren Augen etwas von der Decke. Als wir genauer hinsahen, war es ein Stück von einem alten Plastikkugelschreiber. Das hintere Ende, beige, nichts Besonderes. Aber es war mitten von der Stuckdecke geflogen. Unerklärlich. Und das Gleiche passierte uns tatsächlich nochmal. An einem anderen Tag, wir waren bereits mit der Spuknacht fertig, hatten die Gäste verabschiedet und alles zusammengepackt, da gingen wir durch die anschließende Küche, die neben dem Empfangssaal liegt. In einer Reihe, mit den Koffern in der Hand, schritten wir also durch die kleine Küche hindurch und den Gang entlang zum Auto. Aber plötzlich, zwischen uns, fiel schon wieder etwas von der Decke. Und bei näherer Betrachtung war es tatsächlich schon wieder dasselbe Stück von dem Kugelschreiber. Der alte, beige, vermutlich 1980er Jahre Kugelschreiber, der bereits einmal im Nebenraum von der Decke geflogen war.